Schön, wie wir mittlerweile 12 Punkte auf dem Konto haben. Andererseits muss man auch sagen, wir hätten 20 haben können. Insofern haben wir auch 8 einfach so liegen gelassen. In Führung liegend 8 Punkte verschmissen. Das ist mir durchaus bewusst. Mal gucken, was heute bei rumkommt. Womöglich kein Punkt, aber erst einmal hallo allerseits. Und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Kein Punkt ist hier sehr gut möglich, aber es wird natürlich alles getan, um dem entgegenzuwirken. Harte Reifen. Fertig. Ich darf vorfahren. Vielen Dank. Jeff hat gesagt, fertig. Wo er wieder hinfährt. Über die weiße Linie hinweg. Oh, auf der Leinwand waren wir gerade zu sehen. Wir wurden verfolgt von der Rotnasenspitze. Komm, fahr vorbei, ich will die nächste Runde auch schnell fahren können. Bremst doch mal nicht so früh. Frankreich, Deutschland, ist da noch Spanien auf der Tribüne? Nee. Das nicht. Die Tribünen hier links auf dem Hang sehen auch toll aus. Naturtribünen sind super. Strecken mitten in der Natur sind noch super. Lass mal auf jeden Fall abkürzen, ich lupfe nochmal kurz. Langsamer, das ist nicht so schön, aber nah dran. .9, die nächste Zwischenzeit. Fast 2 Zehntel schneller. Thank you.
17.8 wird eng. Na, doch nicht so eng. Wir kommen die Runde rein und schnappen uns noch ein anderes Setup. Ah, zu schnell rein. Dann kommen die Runde 2 rein, trotzdem, das war nicht gut. 13 Minuten dran. Takoya. Schon wieder. Oh, jetzt ist reingekommen. Also eine Rotnasenspitze ist ja schon früh reingekommen, aber ist der nochmal draußen gewesen in der Zwischenzeit? Gehen wir auf 13 und dann wieder auf 15. Komm mal, wenn ich klar, wie der oben in seiner kleinen Kiste steht. Der Flaggenmann. Oh, das ehemalige Team ist unter uns. Irgendwann werden wir das Seven-Team sagen können. Das ehemalige Team ist hinter uns. Das Mann hat das Abstand zum Vordermann. Hätte ich eher aufs Gas steigen können. Oha.
Das war gar nicht gut. Nächster Versuch mit diesem Setup, Versuch Nummer 2. Zwei Zehntel langsamer, liegt vielleicht am Setup. Ich komme ja auffälligerweise gar nicht mehr so an die Bestzeit ran, nur mit ein paar Zehntel Abstand. Bald bin ich im letzten Sektor wieder rangekommen. Dann ist das Setup aber keine deutliche Verbesserung, so wie es aussieht. Schneller geht auch. Zu schnell wieder rein, Mann. Ich fasse es nicht, schon wieder zu schnell. Wir kommen an die Box und ich renne wieder nur Qualifying das Standard-Setup. Selbst wenn das hier ein bisschen besser ist, ich komme damit halt nicht großartig voran. Vielleicht ist es auf lange Sicht im Rennen mit einem schweren Tank besser, weil es die Reifen besser verhandelt. Könnte ja sein, und die Balance mit einem schweren Auto einfach besser dastehen lässt. Wer weiß.
Unterboden hat sich praktisch gar nicht... Was heißt praktisch? Der hat sich gar nicht abgenutzt. Ups. Dann werden wir das... Weiß gar nicht, ob es beim ersten Rausfahren so war. Wir werden sehen, vielleicht eben im Qualifying ändern. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.